Ja, definitiv er. Du stinkst nach Pferd. Das riecht wirklich nach geilem Content. Tag, Leute. Moin, Meister. Seid ihr bereit für eins der kuriosesten Horror-Games, die ihr je auf meinem Channel gesehen habt? Wie jetzt? Nee. Gar nicht? Nein. Ich meine, was habt ihr sonst erwartet? Ich könnte ja auch eines dieser Channels sein, der sich irgendwelche gruseligen Bilder reinzieht. Aber, oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Bei diesem Bild wurde bestätigt, dass es echt ist. Dieser große Schatten. Er ist eigentlich mein P. Ich glaube, das lasse ich dann wohl lieber. Stattdessen darf ich euch Slide in the Woods präsentieren, Rutsche im Wald. Ein Horrorgame über, und das kommt jetzt überraschend, eine Rutsche im Wald. Woher wisst ihr das? Ich weiß nicht, wie man auf sowas noch wieder kommt, ob das irgendwie eine Verkörperung von so Kindheitsängsten des Entwicklers ist, aber ich bin auf jeden Fall extrem interessiert. Ja, ja, ihr erkennt mich. Ihr lest den Titel und wisst, das kommt morgen bei Seth. Oh. Okay, wir finden die nicht. Wir starten hier einfach an der Slide in the Woods, oder was? Jo, als ob. Warte mal. Hier ohne Geländer vor allem. Herrscharen von Kindern fallen links und rechts raus, Alter. Wir müssen dann nachher wieder aufgesammelt werden. Das ist ein Heidenaufwand, Alter. Und eine große Sauerei. Würde ich keinen empfehlen. Ich dachte, ich kann das Spiel hops nehmen. Aber nee, es wurde eine Sicherungslüftung eingebaut. Ihr könnt euch erinnern, so als kleiner Lausebub oder Gör, wenn ihr die Rutsche von der anderen Seite, also von unten hochgeklettert seid und euch gefühlt habt wie der letzte Outlaw, Alter. Aber weißt du, das war noch wilder Westen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, dann wollen wir mal. Whee! Das ist wesentlich weniger spektakulär, als ich gehofft hatte. Okay, warte mal. Wir probieren es jetzt nochmal mit Anlauf, ja? Und dann muss aber irgendwas passieren. Wie ein Schädelbasisbruch beispielsweise. Na eben, worauf man so als Kind hinarbeitet im Endeffekt. Okay, 3, 2, 1, jetzt! Whee! Oh, dieser komische Knick, da bremst du mal ab. Das mal. Oh, Leute. Der Horror. Er ist da. An der Rutsche im Wald. Okay, nice. Zum Glück bin ich nicht betrunken. Verzeiht mir. Ich versuche Spaß mit dem wenigen zu haben, was ich hier habe, okay? So wie ihr mit dem ganz klitzekleinen Daumen nach oben beispielsweise. Ich sag ja bloß an. Okay, kann ich auch hier runtersliden? Das ist doch auch so eine Art. Das ist doch auch Slide. Komm, es macht seinen Namen alle Ehre. Nee, ne? Unsichtbare Wände verbieten den Spaß. So liebe ich ja meine Horrorgames. Hallo? Du Scheiße, Alter. Oh, da haben wir eine Taschenlampe. Oh Gott. Mensch. Was ein Zufall. Hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Hättest du auch das Licht eigentlich anlassen können. Wow, eine verloren gegangene Flaschentampe. Zum Glück ist noch ein bisschen Batterie drin. Oh, das sieht der auf Anhieb. Der hat einfach voll den Durchblick. Okay, cool. Ich glaube, derjenige, der sie verloren hat, möchte sie vielleicht gerne zurück. Eventuell wartet er auch nicht drauf, bis ich sie freiwillig zu ihm zurückbringe. Okay. Wie einfach sich verändernde Lichtverhältnisse für ganz unangenehme Stimmung hier sorgen können. Also, die Straßenlaternen sind noch nicht an. Ich muss noch nicht zurück sein. Oh Gott, Mama wird mir den Kopf abreißen, wenn schon nicht die Monster auf diesem Spielplatz hier. Jo, sag mal. Irgendwie so langsam kommt hier so ein klebriger Arsch zum Vorschein. Irgendwie wird das immer langsamer, hier der Slide. Kann ich eigentlich raus in den Wald? Also nicht, dass ich drauf erpicht bin, aber... Oh nein, unsichtbare Wände verbieten den Spaß. Guck mal. Pappaufsteller von Minibäumen. Das ist ja wirklich zuckersüß. Die steckt man dann so ineinander, gibt's für 3,99 bei Amazon. Naja, ist egal. Okay. Nichts? Ich glaub dir irgendwie nicht. Irgendwann wird die Rutsche länger. Ich sag's euch, ihr habt das zuerst gehört. Das ist nicht das Einzige, was hier bei Horror Games länger wird. Oh, was ist da oben? Ich glaube, irgendwann kommt mir auch was nach. Oh mein Gott, da kriege ich gleich Gänsehaut, Alter. Da befeuchtet sich ein wenig mein Nacken. Was ist das? Oh, eine Glow-in-the-Dark-Zeitung. Zum Glück hat die noch ein bisschen Batterie. Tragödie in der Kleinstadt. Leute verschwinden in Massen.
Und das Rätsel ist immer noch nicht gelöst. Die Reporter sagen, dass es sowohl Kinder als auch Erwachsene betrifft. Oh, vor allem so Kindermänner wie mich hier, die sich nachts auf Spielplätzen rumtreiben, Alter. Dass mich doch keiner weggesperrt hat, das finde ich auch sehr, sehr kurios, muss ich sagen. Der Detective, der an diesem Fall dran ist, sagt, es ist, als ob sie sich in Luft auflösen. Jeder, der Informationen über den Verbleib der Opfer hat, jetzt reden die schon von Opfer, sollte auf jeden Fall, ja, sie schleunigst kontaktieren. Okay, wenn ich irgendwas finde, yo, ich bin jetzt hier der Retter der Nacht, nicht wahr? Ich rutsche da jetzt einfach weiterhin, bis ich die alle finde und dann sage ich Bescheid. Ja, Mr. Detective Zor, Sie können sich auf mich verlassen. Nur noch ein paar Partien, ja? Ah! Wer auch immer dachte, eine Rutsche könnte nicht gruselig sein, hat dieses Game noch nicht gespielt. Ach du Scheiße! Okay. Das war gut gemacht. Ja, ich bin immer noch verwundert über diesen Gedankengang hierzu. Ich weiß nicht. Das wird bestimmt doch richtig abgefuckt, oder? Oh, nee. Ich trau mich aber nicht, Alter. Gut. Es passiert nichts. Ich kann wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt diese Rutsche irgendwie rückwärts erklimmen. Ich glaube, es gibt immer nur einen Weg. Und ich schätze mal, ich bin nicht der Erste, der hier irgendwie verloren gegangen ist. Let's go! Ah! Okay, die anderen, die versuchen's. Aber es gibt Probleme. Ich vermute diese Kante da. Ach du. Excuse me? Doch, kleiner Fridolin, du kommst jetzt. Du schaffst das, ein großer Junge. Oh. Wo wir von der feuchten Hose sprachen, ich glaube, ich habe da unten irgendwo einen kleinen Kackehaufen hinterlassen. Der Rutschende hat jetzt Bekanntschaft gemacht. Jui! Oh Gott, ich hab's gesagt, Leute. Ich hatte Simurin. Warum komme ich immer auf Fäkalien zu sprechen? Ich weiß auch nicht. Das ist so, keine Ahnung, mein Tine Wittler-Modus. Oh nein. Ich stehe als nächstes in der Zeitung, nicht wahr? What? Okay, wow, Alter. Die haben mir einen Adapter dran geklemmt. Crawl Meter? Press and hold space while moving forward to crawl. Was? Was? Okay. Ist das eine normale Fortbewegungsart in euren Landen? Das ist ja wirklich, also. Ich muss schon sagen, jedes Mal wird mein Schädel ein bisschen flacher, weil ich hier oben was abstreife, Alter. Oder schleife, besser gesagt. Apropos Schleife. Diese habe ich jetzt wahrscheinlich durchbrochen da im Wald an der Rutsche. Oh nee. Ich habe zu viel wilde Kerle geguckt, um jetzt hier nicht, keine Ahnung, die örtlichen Bullies zu vermuten. Mein Spielplatz. Ich muss mir meinen Platz erst erkämpfen, Alter. Kommt irgendwie der dicke Michi mit seinen Bulldoggenohren. Und die muss ich dann besiegen und dann werde ich der Chef der Bande. Und dann herrsche ich über diese Rutsche im Wald. Ich glaube, das ist mein Ziel. Like, wer noch kennt. Alter, das ist ja hier. Warum kann ich mich nicht einfach schneller bewegen? Oh, nee. Ich habe da so eine Ahnung, ne? Irgendwas... Oh. Warte mal, hier ist das Ende. Hallo? Was ist das? Das ist eine andere Rutsche. Nee. Das ist eine riesige Kette. Oh Mann, okay, wow, ey. Notiz an mich selber. Vor der Rutschpartie keine Überdosis LSD einwerfen. Okay, hier ist eine Treppe, Alter. So steige ich hinauf in die Festen der Inkas oder was auch immer das hier sein soll. Aber es geht schon mal auf jeden Fall wieder Richtung hoch. Nach unten sind wir jetzt eine ganze Weile geschritten. Man muss es jetzt auch nicht gleich übertreiben. Vulkani! Kleiner Fridolin! Ja, das kommt davon, wenn man zu viele FNAF-Kommentare schreibt. Irgendwann wird man entsorgt. Ich meine natürlich, hi. Oh, da könnte ich
eine rutschige Angelegenheit. Ja, natürlich! Was ist denn hier los, Alter? Oh Gott! Ey! Was ist wieder an? Johnny, jetzt erst da! Der Schalter! Okay, wow. Need to interact, remove chain. Ach, hier kommt der Herzschlag her. Ja, ist doch okay. What? Das fällt runter, aber warum sollte ich das denn tun? Was aber hier? Ich verstehe das alles nicht. Was ist da drin? Leichen oder was? Oh, nee, von allen Rutschwürdigen dieser Welt. Was haben wir hier? Was steht hier irgendwas? Kriegen wir Infos her oder? Okay. Jetzt ist es los, aber es fällt noch nicht. Ich muss das hier drehen. Feed them? Was ist denn da unten? Ach, du liebes bisschen. Ja, guten Hunger dann. Salz- und Pfefferstreuer schmeiße ich euch auch gleich hinterher. Und ich will einen Rülpser hören, wenn es euch geschmeckt hat. Ihr habt mir echt Mühe gegeben. Hat lange eingekocht, das Zeug. Kann ich jetzt wieder raus, oder? Ich meine, ich weiß es nicht. Hallo? Kann ich irgendwie weg? Oh Gott, ich kann... Kommt was? Nein, da kommt nichts, oder? Ah, oh Gott! Oh, pfui, deine! Okay, lass mich rein! Genau das habe ich vermutet! Ich muss jetzt weg! Ach du Scheiße! Ich bin jetzt Cry of Fear, oder was? Oh, Alter! No fucking way! Es kommt näher! Es kommt! Panik! Okay. Ich bin nicht safe. Das kann auch rutschen. Oh! Komm schon! Ich weiß nicht, ob es wirklich kommt. Es kommt sowas von. Es ist so da. Oh mein Gott. Das ist ja fürchterlich. Also, da willst du bloß ein bisschen Spaß haben? Nachts auf dem Spielplatz. Im Wald wie ein ganz normaler Dude. Oh Gott, und dann kriegst du hier so eine garstige Mutter, die dir hinterherkommt. Haben Sie mein Kind mit Popel beschnipst? Oh, nicht bergauf! Da kommt doch nichts, oder? Das sind doch bloß Geräusche. Ich glaub dir kein scheiß Wort. Hallo? Kommt der... Oh, oh mein Gott, da kommt was! Kommt doch... Da kommt wirklich was! Ich dachte, das sind bloß Sounds. Oh, ja, ist doch gut. Nein, ich bin nicht der Nachtisch. Oh nein, ich hätte das nicht futtern sollen. Aber blieb mir eine Wahl, ich habe keine Ahnung. Wie lange muss ich das machen? Ich hoffe, ich komme gleich raus. Man muss das richtige Timing hier erwischen für dieses Crawl-Mechanik, keine Ahnung. Alright, hier kriegt man immer einen Boost dann am Ende. Nein, warte mal. Wir fallen. Oh, der ist genauso schnell. Wird es leiser? Na, das war der Boost. Oh, Alter, es kommt. Ey, das macht mich so fertig. Es macht mich fertig. Schneller. Nicht nervös werden. Runter. Okay, jetzt wird es leiser. Oh mein Gott. Alter, bin ich fertig. Ich schwitz mir hier am Ast. Ab. Wo geht's denn jetzt hin? Wenn ich komme gleich wieder raus am Spielplatz. Bestimmt ist das der Fall. Das ist ja abgefahren, ey. Also horrormäßig war das echt gut gemacht, Mann. Das habe ich dem Spiel gar nicht zugetraut. Ich dachte, ich meine, ich wusste, dass es irgendwie so ein weird Shit wird, aber come on. Das war wirklich krass. Leute mit Verfolgungsangst, ey, die haben jetzt auf jeden Fall ihr Fett weggekriegt. Es kommt nicht mehr. Es hat die Motivation verloren. Ja, ich komme jetzt wieder hier raus. Es ist Tag. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Was? Hallo? Mein...
mein Spaß. Slide in the Woods, meine Damen und Herren. Okay, das war sehr schön. Danke für die, also lasst, ich hab irgendwie, ist mein Hintern wund, ich weiß nicht warum. Ja.